Hallo, mein Name ist Alexander Gottwald. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil des Aufstiegsintegrationsprozesses mit dem, was in 2011 ansteht. Und ich möchte kurz mal ein paar Worte zum Setting hier sagen. Also hier im Hintergrund, wir befinden uns hier in einem kleinen Eukalyptushain, der hinter unserem Haus ist. Und da im Hintergrund kann man durch die Bäume auf das Meer sehen und es eben auch Rauschen hören. Gelegentlich hört man hier auch diese Mönchssittiche, die hier nisten. Und ich möchte euch einleitend kurz was erzählen, was mir dieser Eukalyptusbaum hier eben gerade verraten hat. Ich habe mich mit ihm kurz über 2011 unterhalten und über das Thema Aufstieg, und er sagte also, dass sie sehr intensiv daran arbeiten. Ja, also dass er sagte, lasst die Leute die Bäume fragen. Und dazu möchte ich euch einfach einladen. Also geht mal raus, wenn ihr das Video gesehen habt, und geht zum nächsten Baum. Das muss kein bestimmter Baum sein, einer, der euch anspricht. Nehmt Kontakte auf und fragt ihn mal, was er über 2011 und über den Aufstieg weiß. Und ich bin ziemlich sicher, dass ihr auch interessante Auskünfte bekommt. Also, 2011 ist das Jahr des Aufstiegs. Das heißt, die Energien auf der Erde werden gewaltig ansteigen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt in 2010 unsere Hausaufgaben machen, also ganz auf der Erde ankommen, dass wir möglichst wenig, wenn möglich, keine Leichen mehr im Keller haben. Ja, dass wir also die Dinge auflösen, heilen, im inneren Kind, auch in unseren Beziehungen, in unserem Körper, in unseren Finanzen und so weiter, die einfach uns binden, die uns Energie nehmen, sodass wir in 2011 dann mit diesem Energieanstieg einfach mitgehen können. Das ist dann wie Fahrstuhlfahren. Und wir können einfach leicht ansteigen. Ja? Wenn wir jetzt einfach wegschauen und sagen, nein, ich will lieber weiter schlafen, dann wird das nächstes Jahr für viele, viele Menschen ein unangenehmes Erwachen. Das soll keine Drohung sein, sondern einfach eine Feststellung, was einfach passiert, wenn die Energie massiv ansteigt und jemand überhaupt nicht aufwachen will. Ja, das gibt Konflikte, und die sind nicht ohne. Für 2011 geht es also einfach darum, sich wirklich diesen Prozess dann zu überlassen, der Aufstieg genannt wird. Das heißt, die Erde geht auch einfach in einen neuen Zustand über. Ja, auch dazu kann euch die Natur viel erzählen. Die Pflanzen, die Bäume, das Meer, was auch immer ihr in der Nähe habt. Und 2011, auch im Maya-Kalender ist es auch zu sehen. Ja? Das ist die letzte Phase, die in Gang kommt, und ja, lass uns jetzt in 2010 wirklich die Dinge vorbereiten. Es ist nicht zu spät, wenn du noch nicht angefangen hast, und in 2011 geht es dann um den Aufstieg und dich darauf einzulassen. Das heißt, es geht darum, auch vieles loszulassen, es geht darum, aufs Wesentliche zu kommen. Ja, dann stell dir vor, es geht auf eine Reise in eine andere Dimension, und du sagst, ja, aber ich muss hier diese 20 Koffer mitnehmen und noch diese 30 Kisten, und ja, also es geht um Loslassen. Es geht um Loslassen und aufs Wesentliche kommen, zu dem kommen, was deine Essenz ausmacht,
wahre Natur ist. Über diese Dinge spreche ich ja sehr explizit im Lass los und lebe. Aber jetzt im Aufstiegsintegrationsprozess geht es einfach darum, dass wir diesen kollektiven Prozess, der in 2010, 2011 und 2012 ja auf diesem ganzen Planeten passiert, dass wir den möglichst elegant und möglichst mit Leichtigkeit für uns nutzen. Indem wir uns also darauf einstimmen, was passiert und wie kann ich damit einfach mitgehen, ohne im Weg zu stehen, ohne also in mir und in anderen Schmerzen zu verursachen. Auch für diesen Prozess in 2011 haben wir für die Teilnehmer dann wieder zusätzlich wertvolle Werkzeuge bereit. Wenn du auf der Seite aufstieg-integration-prozess.info bist, dann findest du hier unter dem Video direkt die Tools, die zu 2011 dann gereicht werden. Und wenn du bei YouTube das Video siehst, dann klick einfach mal auf den Link, der unter dem Video steht. Dann kommst du auch auf die Seite und dort findest du dann auch die ganzen Informationen. Okay, das war's soweit zu 2011. Hier steht also der Aufstieg an, nachdem wir in 2010 den Abstieg in den Körper auf die Erde vollständig vollzogen haben, können wir dann in 2011 den Aufstieg mit Leichtigkeit und Freude erfahren. Okay, ich freue mich drauf, dich im nächsten Video dann wiederzusehen, wo ich dann darüber berichte, worum es in 2012 dann wirklich geht. Bis dahin, alles ist Liebe.